hier in Augsburg im Klinikum und das ist eine OP-Einheit, die hier die Holding drüben auf der Seite und den Aufwachraum auf der hiesigen Seite euch zeigt. Ich arbeite hier hauptsächlich in der Anästhesie, habe aber angefangen im OP, also war auch am Tisch und habe so alles durchlaufen, Springertätigkeit, OP-Tätigkeit. Was ich besonders an dem Job mag, Flexibilität. Wie gesagt, ich kann Narkosen machen, ich kann im Aufwachraum hier die Patienten betreuen, ich kann die Patienten entgegennehmen, wenn sie kommen. Ich habe die Möglichkeit, an den Tisch zu gehen. Ich mache auch nebenher noch die Steuerung teilweise, wenn meine Chefin nicht da ist oder so. Also für mich wäre ein Bürojob fürchterlich. Ja, wäre fürchterlich, ja. Man arbeitet auch mit vielen Menschen zusammen, mit verschiedenen Menschen zusammen. Das ist egal, wenn ich jetzt auch in der Früh um 7:30 anfange und um 4 Feierabend habe. Und ich mache jetzt hier meine 5, 6, 7 Narkosen. Sind die Narkosen vielleicht schon ähnlich, aber der Patient ist immer anders. Die Operateure sind anders. Kollegen sind die gleichen. Das ist ein ganz tolles Team. Wir sind schon viele Jahre zusammen, die meisten. Wir machen auch privat sehr viel. Ja, das ist einfach, das ist ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Jeder weiß, was er zu tun hat. Wenn ich heute sage, übernimm das, dann weiß er, wie es funktioniert. Also das ist ein eingeschworenes Team mittlerweile fast sogar. Wenn sich jemand hier vorstellt oder hier arbeiten möchte, der braucht keine Angst haben, dass er Probleme hat mit der Integration. Überhaupt nicht. Wir haben heute zum Beispiel, jetzt kommt wieder jemand, der fängt jetzt neu an, der war mal kurz beim Probearbeiten. Auf den freuen wir uns schon total. Ja, und der freut sich auf uns. Also das ist, der braucht keine Angst haben, dass er nicht aufgenommen wird, dass er nicht eingearbeitet wird, gar nicht. An sich hat jeder Kollege die Zeit, sich in den Fächern Anästhesie, OP-Pflege einzuarbeiten. Daher gibt es ein Einarbeitungskonzept. Es gibt Einführungstage im Haus, dass sich die Leute hier zurechtfinden, wo sie was finden. Und natürlich dann hier vor Ort mit den jeweiligen Kollegen, die zur Einarbeitung da sind, mit denen halt tagtäglich dann mitzugehen. Und die Kollegen, die wir uns wünschen, sollten aufgeschlossen, kommunikativ, ehrlich, verantwortungsbewusst, flexibel, ja, und einfach freundlich sein. Man sollte mit Leuten umgehen können, mit Menschen umgehen können. Also man darf es jetzt nicht einfach verschönern und sagen, es ist, naja, toll, das ist ein Halligalli-Job, das ist es nicht. Es ist ein anstrengender Job, der schon viel abfordert von einem. Und viele Junge, denke ich, möchten das einfach nicht mehr machen. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein Problem ist bei uns, sondern es ist generell ein Problem, einfach Krankenschwestern, Krankenpfleger zu bekommen. Wir bemühen uns natürlich jetzt extrem, klar. Also allein durch das Wissen, dass die Uniklinik kommt und sie wird kommen, braucht man definitiv mehr Leute, ganz klar. Und nicht nur im ärztlichen Bereich, sondern halt auch im pflegerischen Bereich, logisch. Liebe Leute, ich kann nur sagen, kommt, bewerbt euch, seid mutig, traut euch was. Es braucht keine Angst haben, hier abgewiesen zu werden. Wir sind offen. Traut euch.